Highlights, Höhepunkte der Woche. Im Studio Christina Sterz. Hallo und herzlich willkommen. Höhepunkte der Woche sind diesmal unter anderem diese hier. Auf der Ablage der vielseitige Floppy Table aus Berlin. Auf der Reise die Insel Sylt im Winter. Und auf der Spitze Ballettschuhe aus Moskau. Dass manche Graffiti als ernstzunehmende Kunst zu betrachten sind, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Nicht zu verwechseln mit den illegalen Schmierereien auf vielen Hauswänden, die regelmäßig Millionenschäden verursachen. Der Brite Lee Bofkin möchte die echten Kunstwerke bewahren. Er hat deshalb das weltweit größte Fotoarchiv für Straßenkunst gegründet. Global Street Art nennt er es. Lee Bofkin bei der Arbeit. In seiner Heimatstadt London ist er regelmäßig unterwegs, immer auf der Suche nach neuen Motiven. Besonders im Osten der britischen Hauptstadt gibt es viele Graffiti. Sie ziehen Fans aus der ganzen Welt an, selbst bei schlechtem Wetter. Es gibt nur wenige legale Orte für Street Art wie Stockwell oder Trellick Tower in West-London. Die Qualität der Graffiti ist sensationell und die besten Künstler aus der ganzen Welt kommen nach London, um hier zu malen, weil wir eine vielfältige, berühmte Graffiti-Kultur hier haben. Der 31-Jährige ist ein Jäger, ein Sammler. Einer seiner ergiebigsten Orte für sein Archiv ist ganz in der Nähe, in Essex. Eine Stunde östlich von London steht versteckt am Rande eines Gewerbegebiets eine anderthalb Kilometer lange Wand, voll mit Graffiti internationaler Künstler. Die Mauer von Essex ist eine der längsten in England. Eigentlich ist sie die längste Wand, die ich kenne. Und kaum jemand kommt hier vorbei, was genial ist. Ziemlich einsam und ruhig. Und die Kunst ist großartig. Perfekte Bedingung für Street-Art-Künstler, denn hier bleiben ihre Kunstwerke länger unbeschädigt. Die Künstler machen Fotos und stellen diese ins Internet. Da gibt es eine große Szene. Du kannst heute an einem völlig abgelegenen Ort, so wie hier, malen und am nächsten Tag ist das Bild überall auf der Welt im Internet zu sehen. Lee Bofkin möchte mit seinem Fotoarchiv Künstler und Street Art Fans zusammenbringen. Bevor er Anfang 2012 Global Street Art gründet, promoviert er in Mathematik und war außerdem Profi-Breakdancer. 2006 hört er verletzungsbedingt auf und wird Unternehmensberater. Auf seinen Reisen fotografiert er Graffiti, wie zum Beispiel in Spanien, in den USA, Belgien und Portugal. Und plötzlich hat man 50.000 Fotos. Was macht man damit? Ich war ja vorher Wissenschaftler und habe in Mathematik promoviert. Deswegen kann ich ganz gut Dinge klassifizieren. Das habe ich dann auf Graffiti angewendet. So I applied that construct onto how I see graffiti. Inzwischen umfasst das Global Street Art Online Archiv rund 70.000 Fotos aus 25 Ländern. Diese hat Lee Bofkin nach Kriterien wie Fundort, Oberfläche, Thema oder Technik sortiert. So I have Ich habe 2000 Stencils, also Schablonen, Graffiti, und du kannst nach Schablone und Buenos Aires suchen. Argentinien hat eine große Stencil-Szene. Das ist geschichtlich bedingt aus der Widerstandsbewegung. Inzwischen vermittelt er in London Graffiti-Künstlern legale Flächen. Lee Bofkin sammelt Gelder für Farben und sucht geeignete Hauswände und Läden, wie für diese beiden Street-Art-Künstler aus Manchester und Norwegen. Am Anfang habe ich für meine Freunde nach legalen Flächen gesucht, um enger mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Und dann kamen immer mehr. So hat er inzwischen 70 Street-Art-Werke von rund 50 internationalen Künstlern initiiert. Mit Erfolg. Immer mehr Haus- oder Ladenbesitzer sind bereit, dafür auch zu bezahlen. Das ist doch die beste Werbung. Den Leuten gefällt's und sie kommen zum Fotografieren hierher. Werbung und Kunst.
Street Art hat sich längst als Kunstform etabliert. Diese Kunst vermittelt das Gefühl, dass der Ort gemocht wird, dass es Menschen gibt, die sich hier verwirklichen. Viele gute Eigenschaften, die die Stadt reflektiert. Als nächstes plant Liebhoff, mit Hilfe seiner Internetfans ein Buch über Street Art zu veröffentlichen, um der flüchtigen Straßenkunst noch mehr Beständigkeit zu verschaffen. Früher, als die ersten Computer die Privatwohnungen eroberten, war sie Hightech, die sogenannte Floppy Disk, also die Plastikdiskette als Speichermedium. Die Berliner Designer Axel van Exel und Marian Neuland haben ihr zu Ehren den Floppy Table entworfen. Der Couchtisch ist ein Riesenerfolg und sogar in Übersee gefragt. Wir haben die vielseitigen Gestalter in ihrem vor 7 Jahren gegründeten Kreativlabor besucht. Ein längst vergangener Alltagsgegenstand neu interpretiert. Die Diskette als Couchtisch aus Stahl. Ausgedacht haben sich den Floppy Table die Berliner Designer Axel van Exel und Marian Neuland. Die Diskette, die ist heute ein Sinnbild der Anfänge der Computertechnologie. Jeder hatte die in der Hand gehabt. Ja, sie steht für unsere ganze Generation. Absolut. Ursprünglich als Unikat für eine Möbelmesse entworfen, lassen die Designer den Floppy Table nun von einem Berliner Stahlbauer in Serie fertigen. Dazu mussten sie ihn erst einmal optimieren und sein Gewicht von 50 auf 30 Kilo reduzieren. Die Serienproduktion ist eine ganz neue Erfahrung für das Kreativduo, das bis jetzt nur Einzelstücke entworfen hat. Wir haben die ersten Jahre alle Projekte komplett selber gebaut. Und es ist immer noch wichtig, ich glaube, wir würden nicht anfangen, uns was auszudenken und das dann wegzugeben, sagen, hier, macht das, baut das. Irgendwie ist der ganze Prozess des Bauens und auch des Handwerklichen immer noch mit dabei. Und ich glaube, wir haben beide kein Problem damit, auch mal mit anzufassen oder auch bei der Montage dabei zu sein. Irgendwie ist das auch die Essenz der Sache, finde ich. Also sonst ist man so ein Schreibtischtäter irgendwann. Ich bin lieber ein Handtäter. Ihre neueste Idee, das EA1. Ein Möbel, das nur über ein Stecksystem zusammengebaut werden kann. Noch sind die Designer in der Entwicklungsphase und tüfteln gerade an der optimalen Lösung für die Steckverbindungen. Im nächsten Jahr soll EA1 auf den Markt kommen. Übrigens auch in Serie. Wir sind flexibler, wir verändern uns schneller und dieses Modularsystem funktioniert auch ähnlich. Einfach ein Steckmöbel, was sowohl als Regal funktionieren kann, als auch als Schreibtisch oder als Bett, dass du, worauf du Bock hast, eigentlich ein bisschen wie Lego. Neuland van Exel verstehen sich als Kreativlabor. Sie entwerfen nicht nur Möbel wie diese Küche aus einem Stahlrohrgestell und polierten Aluminiumfronten, sondern auch Geschäftseinrichtungen und Messebauten. Oder sie planen ganze Kunstwerke. 2005 bauen sie für das Kunstfestival in Reykjavik diesen 160 Meter langen Tunnel. Am Anfang, glaube ich, öfter mal sind wir gefragt worden, ja, was macht ihr denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Ist das jetzt Architektur oder ist das Design oder ist das Kunst? Und ich muss sagen, je öfter ich das gefragt worden bin, desto mehr muss ich sagen, ich kann es überhaupt nicht mehr sagen. Und eigentlich sehe ich, es ist alles das Gleiche. Unterm Strich ist es Kreativität, die da irgendwie wirkt. Und Kreativität, finde ich, ist auf jeden Fall eine große Kraft und hat auch was fast mit Magie zu tun, weil es so schlecht zu erklären ist auch. Kalter Stahl trifft auf warme Farben und Holz. Neuland van Exel spielen mit Materialien. Ihre Inneneinrichtungen sind Sonderanfertigungen auf Wunsch, mit denen sie den Betrachter überraschen wollen. Ein isländisches Kuratorenpaar beauftragte die Architekten vor einigen Jahren, ihre Wohnung umzugestalten. Es überließ ihnen den Schlüssel und verreiste für 3 Monate.
Das war unser Traumkunde eigentlich. Wir hatten nämlich so gut wie gar keine Vorlagen, Auflagen, Fragen. Die wollten einfach von uns das Rundum-Paket haben. Wir haben uns über das Budget Gedanken gemacht und dann hatten wir komplett freien Lauf. Nur für das Bad machte die Bauherrin eine klare Ansage. Sie wollte keine Fliesen. Den Wunsch erfüllten ihr die Designer und polsterten den kleinsten Raum der Wohnung mit knallroter LKW-Plane. Nur rund 1500 Menschen leben in der Gemeinde Erl in Österreich. Und die können sich jetzt über ein architektonisches Highlight freuen. Für 36 Millionen Euro ist dort nämlich ein neues Konzerthaus entstanden. Erl ist weltberühmt für seine Passionsspiele und mittlerweile auch für die Tiroler Festspiele Erl. Den Zuschauern aus aller Welt wird in dem beeindruckenden Ambiente also richtig was geboten. Manche halten es für ein UFO. Andere für einen aus dem Berg gewachsenen Felsen. Das neue Konzerthaus, eigens für die Festspiele der kleinen Tiroler Gemeinde Erl gebaut. Nun wurde es mit einem Festkonzert eröffnet. Eine geile Akustik, das kannst du ruhig aufnehmen. Eine geile Akustik. Wenn mir vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, dass wir ein eigenes Festspielhaus haben, hätte ich gesagt, er ist völlig verrückt. Silenzio universale. Il architetto di questo teatro. Patatati! Doch nicht nur Gustav Kuhn, sondern auch der Architekt Roman De Lugan ist von dem neuen Konzertsaal begeistert. Molte grazie! Man kommt rein und der Raum nimmt dich ein. Du bleibst förmlich stehen, dein Herz, das wird wärmer um dich herum, also das Blut geht hoch und du sagst, was ist mit dir los? Und das ist der Raum. Der Saal mit dem weltweit größten Orchestergraben ist das Herzstück des Neubaus. Die komplette Verkleidung aus Akazienholz soll auch das Gefühl schaffen, inmitten eines Instruments zu sitzen. Mit großem Effekt für die fast 900 Plätze. Wir verlieren effektiv nur ein Dezibel von den vorderen Plätzen nach ganz hinten. Und das ist ein Unikum weltweit. Entworfen wurde das Konzerthaus in Erl von einem Architektenbüro in Wien. Es entstand in gerade mal 18 Monaten Bauzeit. Es ging immer darum, dass dieses Gebäude wie ein Fels, eigentlich fast wie ein Monolith ausschaut, also aus einem Gestein. Und deswegen war uns wichtig, in keinster Art und Weise eine Richtung aufzuweisen. Deswegen auch diese unglaublich komplexe Fassadenstruktur oder beziehungsweise eben dieses Muster, ja, was wir entwickelt haben für dieses Gebäude. Das neue Konzerthaus wurde unmittelbar neben dem Passionsspielhaus aus den 50er Jahren errichtet. Der farbliche Kontrast ist bewusst gewählt und hat Bezug zu den Jahreszeiten. Wenn man die Jahreszeiten hier erlebt, gerade in Tirol, da ist der Winter immer noch Winter, auch mit Klimaveränderung. Und das war uns sehr wichtig, es gibt das Sommerfestspielhaus, also das bestehende Passionsspielhaus, was weiß ist, in der grünen Landschaft eingebettet im Sommer. Und da tritt unser Gebäude komplett zurück. Also es wird eigentlich eins mit der Landschaft, mit der bestehenden Landschaft. Und vice versa, jetzt Schneefall, tritt das bestehende Passionsspielhaus zurück und unseres kommt zur Geltung. Roman De Lugan führt mit seiner Ehefrau und zwei weiteren Partnern sein Wiener Architekturbüro mit großem internationalen Erfolg. So entwarfen sie das Porsche Museum in Stuttgart und das Filmmuseum in Amsterdam. Wir sprechen eine Sprache. Wir haben eine gewisse Semantik haben wir entwickelt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man die Geschichte der Projekte mal verfolgt, es sind so verschieden. Die von einem Berg inspirierte Gestaltung setzt sich im Inneren fort. Das Foyer betritt man wie durch eine Felsspalte. Die Räume selbst sind in Strukturen von Kristallhöhlen nachempfunden.
Festspielchef Gustav Kuhn hat nun ein eigenes, neu gebautes Konzerthaus. Seine Festspiele, so hofft er, werden nun größere internationale Wirkung erzielen. Diese Version der ansteigenden Halle, das war mein Traum seit 25 Jahren. Da habe ich schon die ersten Skizzen gemacht, wie so eine Halle auszusehen hätte. Und jetzt ist es wahr geworden. Das neue Konzerthaus in Erl. Das Musikleben in Österreich ist um eine Attraktion reicher. Richtig schön geworden. Und jetzt zeigen wir Ihnen ein Stück meiner norddeutschen Heimat. Sylt ist die größte der nordfriesischen Inseln und im Sommer eines der Lieblingsziele der Schönen und Reichen. Sie haben es eben gerne warm und sonnig, wenn Sie Ihr Glas Champagner am Strand trinken. Ich mag Sylt lieber jetzt im Winter, dann ist es dort herrlich ruhig und man kann den rauen Inselcharme mit allen Sinnen genießen. Eine verschneite nordfriesische Märchenlandschaft, einsame Strände, die Natur im Winterschlaf. Sylt verzaubert auch in der kalten Jahreszeit. Einen fantastischen Blick hat man von der sogenannten Uwe-Düne bei Kampen auf der Westseite der Insel. Die Düne ist mit knapp 53 Metern Höhe Sylts höchster Berg. Von oben sieht man eine Dünenlandschaft, die sich bis zum Leuchtturm Kampen hinzieht. Falk Eitner ist auf Sylt geboren. Der Kapitän fuhr rund 50 Jahre zur See. Er kennt die Insel wie kaum ein anderer. Sylt entwickelt sich immer mehr zu einer ganz Jahresinsel. Und wenn man dann natürlich das große Glück hat, so wie die letzten beiden Jahre, dass also alles vollkommen weiß ist. Und wenn man dann so über die Dünenlandschaft guckt und wenn ich das alles hier so sehe, dann nur schön. Einzigartig ist das Wattenmeer. Mit fast 10.000 Quadratkilometern gilt es als die größte Wattlandschaft der Welt. Seit 2009 ist es UNESCO-Welterbe. Die Wattführerin Diane Seidel arbeitet hier seit 8 Jahren. Unter einem Quadratmeter Wattboden stecken über 1 Million Kleinstlebewesen. Und die bilden eine Grundlage für die Vögel hier im Wattenmeer, für die Austern, für die Wattwürmer, also auch für die Tiere, die wir mit bloßem Auge sehen können. Für die Tiere ist das Watt eine gigantische Speisekammer, für Menschen ein Erholungsgebiet, auch im Winter. Das Eis ist hier salzhaltig, ist also gefrorenes Meereis. Das ist besonders schön jetzt im Winter, wenn man diese Winterlandschaft genießen kann. Im Wattboden haben wir sehr viel Schwefelelemente enthalten, Spurenelemente, Mineralstoffe und die fördern auch den Heilungsprozess. Aufwärmen kann man sich in einem der mehr als 200 Restaurants auf Sylt. Eine Institution unter ihnen ist das Gosch. Serviert werden hier Fischspezialitäten. Bei Gosch ist das Ambiente eher schlicht, das Essen dagegen erstklassig. Vor 40 Jahren begann Jürgen Goschs Karriere mit einem Verkaufsstand am Strand. Heute besitzt er mehr als 30 Filialen in ganz Deutschland. Der Insel Sylt ist er aber bis heute treu geblieben. Für mich ist Sylt einmalig. Und Sie sehen ja, jetzt haben wir die Winterlandschaft, wir haben die Sommerlandschaft, wir haben den Herbst, wir haben ja immer was. Es ist auch Bewegung drin in der Insel, wir haben auch Sturm, wir haben auch keinen Sturm. Also es wird nie langweilig auf dieser schönen Insel. Austern, eine Delikatesse für Gourmets, kann man hier überall genießen. Sie kommen direkt von der Insel. Im Norden Sylts liegt Deutschlands einzige Austernfarm. Hier werden jedes Jahr bis zu 1 Million Austern der Sorte Sylter Royal produziert. Also die Sylter Royal wächst einfach in einem sehr, sehr guten Gebiet auf. Das heißt, wir haben hier eine Wässerqualität, die entspricht Trinkwasserqualität. Das macht ihren klaren, sauberen Geschmack aus. Zusätzlich ist das Planktonvorkommen hier natürlich in der Nordsee ein anderes als irgendwo anders auf der Welt. Dadurch haben wir eben einen besonderen Geschmack auch noch. Typisch für Sylt sind die redgedeckten Kapitänshäuser. Viele bieten gemütliche Unterkünfte für Urlauber an. Wer es moderner mag, der wählt das vor 2 Jahren eröffnete Grand Spa Arosa. Das 5-Sterne-Hotel wurde von einem renommierten Hotelführer zum Hotel des Jahres 2012 gekürt.
In der Regel treffen sich die Reichen und Schönen aber in dem Nobelort Kampen. An der berühmtesten Straße, dem Strönwey, gibt es jede Menge Luxusboutiquen. Wer die Natur erleben will, der geht zum Strand. Fast 40 Kilometer lang erstreckt er sich an der Westküste. Gerade im Winter bezaubert sein rauer Charme die Touristen. So anmutig und leicht, wie sich Balletttänzerinnen bewegen, könnte man glatt vergessen, wie hart das Training ist und welcher Belastung die Muskeln und Bänder ausgesetzt sind, vor allem beim Spitzentanz. Die passenden Schuhe sind deshalb extrem wichtig. Auf der ganzen Welt tragen die Tänzerinnen gerne die handgenähten Schuhe von der Moskauer Firma Grischko. Eine Aufführung von Schwanensee am Moskauer Bolschoi-Theater. Das russische Ballett genießt weltweit einen exzellenten Ruf. Die Hälfte der Aufführung tanzt das Ensemble auf den Zehenspitzen. Wichtig hierfür die passenden Schuhe. Die Ballerina Daria Chachalova bereitet sich auf ihr Training vor. Besonders sorgfältig kümmert sich die 20-Jährige um ihre Spitzenschuhe, die sogenannten Pons. Das ist französisch und heißt Spitze. Wie viele Ballerinen benutzt Daria Chachalova häufig Spitzenschuhe der Firma Grischko. Die Schuhe aus Seide und Leder geben den Tänzerinnen Halt bei den Sprüngen und stützen sie bei den Drehungen. Neben Fitness und einem guten Training sind die Schuhe am wichtigsten. Sie sind unser Arbeitswerkzeug. In ihnen tanzen wir. Seit 24 Jahren näht die Firma Grischko ihre Ballettschuhe im Zentrum Moskaus. 3 Tage braucht es, bis ein echter Grischko fertig ist. Direktorin Khabira Isenschulova entwirft neue Schuhe und behält den Überblick über mehr als 100 Herstellungsschritte. Von ihren Angestellten erwartet sie Perfektion, denn der Fuß der Ballerina verzeiht keine Fehler. Die endgültige Form erhält der Schuh von einem Meister. Steht der Schuh von alleine auf seiner Spitze, ist er fertig. Jede Ballerina hat ihren persönlichen Meister. Die Spitzenschuhe wurden schon vor mehr als 100 Jahren erfunden, gleich am Anfang der Entwicklung der Ballettkunst. Zunächst haben die Tänzerinnen noch in normalen Schuhen getanzt, aber dann ist die Tanztechnik immer komplizierter geworden. Die Schuhe mussten sich daran anpassen. So sind die Spitzenschuhe entstanden. Der Moskauer Verkaufsraum der Firma Grischko. Daria Chachalova braucht wieder einmal neue Spitzenschuhe. Rund 25 Euro kostet ein Paar im Durchschnitt. Über 80 vertanzt eine prima Ballerina im Monat. In ihren alten Schuhen hat Daria Chachalova keinen Halt mehr. Die Sohle ist zu weich. Den passenden neuen Schuh sucht die Tänzerin mit einer sogenannten Fitterin aus. Victoria Fialo nimmt Maß an den Füßen der Ballerina. Mit dem Alter verändern die Füße ihre Form. Ich habe jetzt beim Messen bemerkt, dass der eine Fußknochen von Daria 5 mm breiter ist. Das muss man berücksichtigen. Sie muss ihre Füße pflegen und ihnen ein wenig Ruhe gönnen. Ruhe will sich Daria Chachalova erst einmal nicht gönnen. Sie steht noch ganz am Anfang ihrer Ballettkarriere. Zurück im Bolschoi-Theater. Hier ist Daria Chachalova unter den Solotänzerinnen eine der jüngsten. Spitzenschuhe haben für die Ballerina nicht nur einen praktischen Wert, sondern auch einen sentimentalen. Ein Paar Schuhe ist mir ganz besonders wichtig. Das sind die Spitzenschuhe, in denen ich meine Abschlussprüfung gemacht habe. In diesen Schuhen habe ich auch bei meiner ersten Aufführung im Bolschoi-Theater getanzt. Es sind meine Schicksalsschuhe und ich behüte sie. Für den perfekten Auftritt im Bolschoi-Theater haben 100 Hände an einem Paar Schuhe mitgewirkt. 3 Paar Spitzenschuhe vertanzt eine prima Ballerina pro Aufführung. Die Kosten hierfür übernimmt das Theater.
Für alles Weitere ist die Ballerina selbst verantwortlich. Wir empfehlen unsere Internetseite dw.de/euromax, wenn Sie mehr von uns sehen wollen. Oder noch besser, seien Sie einfach bei der nächsten Ausgabe von Euromax wieder mit dabei. Wir freuen uns auf Sie. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis bald.